Bevölkerung von Tol'Oak sind mit dem Virus infiziert. Es sind umgerechnet etwa 70.000 Personen. Uns wurde außerdem gemeldet, dass sich die Organisation Neo Umbrella gerade zu dem Angriff bekannt hat. Neo Umbrella. Ich weiß, was Sie denken. Ja. Ein zweites Raccoon City. Mehr habe ich nicht für Sie. Und jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Ich brauche alle Infos über die Kathedrale. Mir sitzen die Schlipsträger im Nacken. Schlipsträger? In diesem Fall Derek C. Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Festhalten. Und damit willkommen, Leute, zum nächsten Teil, zum nächsten Part Resident Evil 6. Und ja, wir sind hier gerade im Bus. Die Busfahrt war dann doch anders, als ich mir es vorgestellt hatte. Ja, es ist doch leider etwas anders gelaufen. Zurück. So, diesmal begleitet uns nicht unser treuer Gefährte. Diesmal sind wir auf eigene Faust unterwegs. Oh, festhalten, okay. Alles gut. So. Oh. Das war knapp. Ja, Zombies sind voll empfindlich, das haben wir gemerkt. Oh, jetzt kommt ein Truck. Oh, scheiße. War es gerade Absicht? Hat uns eiskalt runtergehauen. Oh nein. Unser Busfahrer. Er brennt. Infektion entkommen. Naja, besser tot als ein Zombie. Wir können nicht länger hier bleiben. Wir müssen zur Kathedrale. Wir müssen da weiter halt zur Kathedrale. Genau, der Rutschtipp, den hatten wir gerade eben schon. Aber dann können wir den uns nochmal angucken. Leon, Helena, alles okay? Joa, geht schon mal besser, ne? Leon, Helena, ist alles okay? Immerhin. Ach, wir sind schon beim Friedhof. Ging das sehr schnell. Schlagen uns über den Friedhof zur Kathedrale. Ist auch für Grabsteine. Dann auf zur Kathedrale. Gehen wir lieber hier lang. Wobei ich sagen muss, dass ich hier dann schon etwas mehr Angst habe. Denn ihr wisst, der Friedhof, ja, da sind immer, wo Friedhöfe sind, sind immer Zombies. Wow, was ist der denn für einer? Hau ab. Ja, schade, dass wir unseren Crystal-Kumpel nicht mehr dabei haben. Der war nämlich echt ein sehr guter Partner. Aber leider wurde er auch geschnappt von den Zombies. Oh, schade. Ja, da bist du halt runtergefallen. Wow, er lebt noch, okay. Trolle niemals einen Zombie. Dritte Regel. Was? Wieso bin ich jetzt da reingesprungen? Oh. Oh. Da bin ich mal weg. Art ihr. Sie sind tot. Fortsetzen. Ja. Vierte Regel. Springen niemals in ein Grab.
Ah, halten Sie V und drücken Sie... Oh, jetzt habe ich nicht gelesen. Schade. Egal. Leon, Helena, ist alles okay? Wir wissen ja jetzt schon, was uns erwartet. Dem können wir dann trotzen. Hoffe ich doch. Wir schlagen uns über den Friedhof zur Kathedrale durch. Da kommt jetzt gleich ein Zombie. Obwohl, ja, der bleibt wohl tot. Einmal tot, immer tot. Muss man also nicht nochmal machen. Wow! Hau ab! Zombie! Okay, Leon, wo bist du? Das Blöde ist, ich kann nicht sehen, wo Leon ist. Ne? Ist das Problem? Ah, da ist er gut. Ich habe keine Munition mehr. Schade. Naja, muss ich sie halt mit meinen Karate-Tricks fertig machen. Nicht umsonst mache ich Kampfsport. Oh, Munition, super. So. Schönen Ellbogen. Nein. Falsche. Da. Immer wollen sie mich anspringen. Sie sind wie wilde Hunde. Ne, jetzt ist die Munition auch noch leer, oder was? Ah. Immer den Kopf wegschießen, anders gehen sie nicht tot. Diese Untoten. Ja, wenigstens Fertigkeitspunkte. Übrigens, ich habe mir leider noch keine Fertigkeiten gekauft. Aber ich hatte vorhin die Möglichkeit, hab's aber irgendwie aus Versehen wieder übersprungen. Was man, glaube ich, jetzt aber mal machen könnte, so. Rüsten Sie sich mit Fähigkeiten aus. Das wollen wir doch schon mal machen. Oh, nee, die müssen wir uns wohl nochmal extra kaufen. Das müssen wir nochmal außerhalb des Spiels machen. Schade. Naja, machen wir es beim nächsten Kapitel. Ich würde erstmal sagen, weiter geht's. Nein, nicht schon wieder. So. Hau ab. So haben wir das jetzt überlebt? Naja, wie auch immer. Regel Nummer 5, springe niemals in ein Grab, hat sich doch nochmal revidiert. Aua. Sind in dich gefahren, du Zombie. Ah ne, das bist du ja. Danke. Leon. Hätte ich dich nicht. Was hätte ich dann wohl gemacht? Oh Mann, da liegt hier mitten so eine Munition. Gut. Habe ich noch Kräuter dabei? Super. Ja, ich will nicht wissen, was das für Tabletten sind, dass wir dann gleich wieder aufstehen können. Die möchte ich auch haben. Oh, jetzt müssen wir doch noch über diesen dunklen Friedhof gehen. Und überall lauern Gefahren. Wir haben keine Munition mehr. Wow! Und dann ist noch immer diese hässlichen Zombies. Ich vermute irgendwie, dass der Leon unendlich Munition hat. Deswegen werde ich ihn mal schießen lassen. Oh, Geronimo! Bäm! Voll den Frontkick in den Hals und dann in den Kehlkopf. Und so ist er gestorben. So. Ich weiß nicht, was schöner ist, so ein, wenn man eine Kugel kriegt in den Kopf oder ein Roundhouse-Kick in den Kehlkopf. Was ist, glaube ich, angenehmer, zu sterben? Gute Frage. Wow, ein Vogel. Na, ist hier was? Hallo? Ah, eine Blendgranate kann man auch immer gebrauchen. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Noch irgendwas? Nee. Naja, werden wir nachher nochmal gucken. Kopf weggehauen. Oh!
Bäm! Da haben wir die Schaufel benutzt. Haben ihn mit seiner eigenen Waffe geschlagen. So, wo ist denn Leon? Ah, da ist er. Gut. Wollen ihn ja auch nicht aus den Augen verlieren. So. Ohne ihn können wir das... das ist wieder so ein hässlicher Hund. Heuliger Köter. So. Untersuchen. Mist, ausgerechnet ist sie jetzt zu. Moment. Oh, hallo. Scheiß Zombie. Vielleicht gibt's einen Schlüssel, vielleicht. Also müssen wir jetzt wieder ins Haus, wo ich gerade eben schon war. Beziehungsweise, wo wir gerade eben schon waren. Ich hoffe jetzt, wenn da jetzt auf einmal Zombies wären, das wäre so unrealistisch. Nee. Hier müssen wir also durch. V. Gemeinsam mit Leon. Und rein da! Wow! Oh mein Gott. Nur ein Hund, nur ein Fest. Ich mich erschrocken. Ich dachte, da wäre wieder so ein fettes Teil. Boah. Ist er tot? Ja. Okay. Aber wo geht's denn jetzt lang? Mal wieder raus. Okay, dieser räudige Köter. Was hat er denn? Ah! Oh ja. Na, was könnte andersrum sein? Ja, das könnte andersrum sein. Scheiß Zombie, Mann, du hast mir mein Gesicht zerkratzt. Oh, danke, Leon. Was wäre ich nur ohne dich? Boah! Haben wir nochmal den Kopf weggehauen. Zum Glück. Ist die Luft rein, Leon? Nee. Uah! Aua! Nein! Oh Mann! Sie sind tot! Dabei wollte ich gerade mal ganz cool auf ihn zulaufen, damit ein Warantos-Kick in seinen Kopf wegschlagen, aber leider hat es nicht geklappt. Schade. Einen sterbenden Partner helfen. Das mache ich gerne. Durchqueren Sie den Friedhof. Muss ich hier jetzt nochmal rein? Ja. Der räudige Köter kommt. Nicht erschrecken. Wow! Okay. Köter, hau ab! Ein Schlüssel. Müssen wir diesen räudigen Köter über den ganzen Friedhof jagen? Das ist doch unglaublich. Aber okay, es könnte andersrum sein, da hat sie recht. Also Zombies haben wir schon eliminiert. Können wir weitergehen? Ich hoffe, wir kommen nicht allzu viel. Oh, neue, wow. Genau. Bam. Ein gesprungener Frontkick in sein Gesicht. So, weiter geht's. Ja, und ich muss sagen, es ist doch nicht ganz so schlimm, wie ich es mir gedacht habe. Ich bin noch am Leben. Ich bin noch nicht vor Adrenalin gestorben. Hau ab, du Köter! Aua! Hilfe! Einfach rumtreten und dann ist es schon gut. Ihr Partner hast du? Nein. Niemals. Da kommen wir jetzt gar nicht ran, oder? Na toll. Oh. Hau ab, du scheiß Zombie. Ja, so geht das auch. Ah, wieder Munition so. Ah doch, hier kommen wir lang. Ich dachte schon, nee, jetzt ist der Schlüssel für immer weg. Oder ist das überhaupt der Schlüssel? Oder ist nur ein Fertigkeitspunkt? Kommen wir da überhaupt dran noch? Ah ne, das ist gar nicht der Schlüssel. Der Schlüssel wird im Roten angezeigt. War wohl ein anderer Köter.
So, Leon, wo bist du denn? Ja, ist ja gut. Komm, komm, sei ein braves Hund. Sei ein braves Hündchen. Ganz ruhig. Ja, 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 fein. Zweikampf. Mensch gegen Tier. Hau ab! Scheiß Zombie! Boah! Jetzt kommen die ganzen Kickboxer-Skills und dann geht das. Genau. Ah, Leon, da bist du ja. Hab ich schon gesucht. Ja, wow, wow. Ach, komm. Jetzt renn doch nicht so. Ich bin nicht ganz ein Tagzeithund. Moment, unser Partner ist verwundet. Leon, ist okay. So ein räudiger Köder, der greift eiskalt Leon an. Okay, er ist tot. Was für ein Glück. Dann können wir uns erstmal... dann können wir wieder den Hund aufsuchen. So. Diese blöde Hundejagd, den irgendwann finden wir den noch. Ein Spieler tritt dem Spieler als Leon bei. Ah, danke. Yiming 3368. Dankeschön. Dass du jetzt mitmachst. Bäm, mit der Schaufel. Ja, Leon. Ah, da bist du da. Ah, gut. Wir müssen jetzt einen Hund jagen, nur damit du Bescheid weißt. Ich hoffe, Hunde jagen, das liegt dir gut. Bäm! Und jetzt kommen wir zu dir, Hund. Ah, Friedhofsschlüssel. Können wir weitermachen. Nee, das ist... Ah, ich weiß nicht, ich glaube, das soll Maria sein. Arme Maria, ihre Arme wurden... Okay. Dass die Friedhöfe immer so gruselig gestaltet sind, ich glaube, in echt sehen die gar nicht so aus. Naja, wurden vielleicht schon ein bisschen misshandelt. Aber naja, das war's dann auch erstmal mit dieser Resident Evil-Folge. Wenn ihr wissen wollt, was hinter dieser Tür ist, dann schaut auch bei der nächsten Folge vorbei. Also, das war's dann auch. Bis zur nächsten Folge. Und mach's gut.